Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. So, wir haben endlich unsere Flamingos bekommen. Das hat jetzt echt ewig gebraucht. Warte. Die Aufbewahrung. Ich habe jetzt Nabila. Ne? Genau, die ist relativ. Die ist eigentlich super. Und den Knaben hier, der ist nicht sehr gut hier, aber naja, es geht. So, jetzt werden wir uns erstmal anschauen, was die für ein Gehege brauchen. Die brauchen ein 300er Gehege. Ich schau mal kurz, was das da, wie groß das ist. Wo sehe ich das? Hier, oder? Hier müsste ich es irgendwo sehen. Warte, oder? Nee. Wie oft ich das hier schon... Warte. So. Dann nochmal. So, und dann nochmal hier. So. Das habe ich echt schon sehr oft gemacht. So. Sauberkeit. Fläche. 700. Also die Hälfte brauchen die Flamingos. Entschuldigung. Nur, das ist ganz formidable. So. Aber ich will noch schauen. Achso, erstmal Start machen. Dann kommen sie nämlich an. Was? So, wann kommen die an, hä? Forschung. Hier. Genau. Warte. Die brauchen... ungefähr die Hälfte soll Wasser sein. Und genau, gemäßigt Tropen Graslandschaft, okay. So, da mache ich mal wieder Pause. Dann mache ich das hier so. So ein kleines Gehege. So länglich. Oh Mann. Ich wollte schauen, nämlich. Was die für eine Stärke brauchen vom Gehege. Genauso wie die... Okay, alles klar. Dann kann ich auch die Hecke hier nehmen. What the heck? Warte. Schmarrn. Entschuldigung. Das machen wir ein bisschen länger. Aber nicht so lang, weil dann passt hier noch der Weg durch. Und die Flamingos brauchen ja eh nicht viel. Ich glaube, das wird sogar reichen. Warte. Das wird sogar reichen. Okay, alles klar. Dann mache ich den da und den da. Auf 1 Meter runter. So. Und dann mache ich hier das Tor hin. So. Und dann Mitarbeiterweg. Sehr schön. So. Und dann werden wir mal weiterspielen. Und dann sobald die ankommen,
werden wir sie hier rein verlegen. Und hier rein. Na komm. Na komm. Ja komm. Na fein. Hier rein verlegen. Sehr schön. So. Bäm, das ist doch mal ein Flamingo. So. Und Pause. Gut. Wir tuckern die ganze Zeit um 30.000 rum. Das ist momentan in Ordnung. Genau, die brauchen nämlich genau, das ist ein, ja, die haben ein bisschen zu viel Land, aber das ist ja kein Problem. Die brauchen jetzt Wasser. Gut. Gut, gut, gut. Gelände. Dann drücken. Mal nicht so heftig. Habe ich gesagt, nicht so heftig? Junge. Warte. Größe, Stärke mal 20%. Ah ja, so. So ist es besser. Das mache ich mal alles ganz leicht. Damit die hier schön reinklettern können. Hinten natürlich ein bisschen tiefer. Ah, verdammt. Mit dem Wasser, mit dem Wasserbecken, brauche ich jetzt auch eine Wasseraufbereitungsstation. Das ist ein bisschen blöd. Reicht es? Geht es da raus? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. So, dann wollen sie noch Erde. Erde schwer und Fels, Sand, Erde. Ja, Sand können sie auch haben. Dann mache ich hier rundherum Sand. So, und dann hier eine leichte Erde. So, und dann Fels. Mache ich hier hinten, aber nicht so groß. Ja, ein bisschen stärker kann es schon sein. Ich kann hier kaum was sehen, das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt ab. Gut, dann mache ich nochmal Start. Okay, nochmal Pause. Die wollen sogar ein bisschen mehr Wasser. Interessant. Dann mache ich noch einmal Wasser raus. Und hier nochmal mehr Wasser. Also nicht mehr Wasser, sondern ein bisschen mehr Wasser. Hm. Erde kommt jetzt auch hin. Warte. Leichte Erde. So. Und dann nochmal Wasser rein. So. Ich glaube, ja, jetzt haben wir es vergrößert. Bepflanzung mögen die gar nicht so gerne. Stabiler Rückzugsort ist natürlich klar. Zum Glück haben die auch, wollen die auch so die Spielsachen von... Alter, man sieht halt kaum was. Von den... Von den Pfauen. So. Klein machen wir mal groß. Beschäftigungsfutterbox.
Die machen wir mal hier hin. Alter, ist die riesig. Junge. Dann haben die. Nee. Rückzugsort. So. Da werde ich jetzt mal versuchen, ein jetzt selber zu bauen. So. Weil ich will ein bisschen was Erhöhtes, Erhabenes haben. Holzplanke. 2 Meter, 1 Meter. Ein Kalkputz. Ich habe gesehen, dass die irgendwie eingefärbt werden können, aber das habe ich noch nicht gefunden, wo. Wenn die Sarah das schaut, kannst du es mir ja sagen. So, also. Warte, das mache ich aber hochkant. Flupp. So. Und nochmal ein bisschen hoch. So. Okay. Dann. Warte. Achso, ist der GED. Ah ja, okay. Aber wie hau ich das jetzt am besten hier ran? Nein. So, und wieder ein bisschen zurück. Und wieder ein bisschen hoch, oder? Also, so ein kleines Mühe. So, genau. Nein, ich will das Komplette. Ich will das Komplette. Ich kann, wie kann ich das denn? Ups. Warte, nee, nee, nee. Ah, ich bin halt immer noch. Das Lustige ist, ich schaue halt, ein paar Tutorials und dann so, ja, alles klar. Und dann will ich sie hier anwenden und wie ging das nochmal? Oh Mann, okay. Für den Anfang werde ich, glaube ich, ja, erstmal die vorgegebenen Sachen. Ja, das sieht halt bescheiden aus. Werde ich die vorgegebenen Sachen behalten oder benutzen, so. Und wenn ich dann ein das ist ja blöd hier. Warte mal, Winkelausrichtung mache ich dann nicht. Genau, so. Wenn ich dann ein ein Zoo habe, der funktioniert, dann werde ich das, ja, dann werde ich das alles ein bisschen umbauen, würde ich sagen. So, okay. Ein bisschen bauen will ich aber da auch, also ich will es so machen wie da hinten. Also, dass ich auf jeden Fall hier die Front schließe. So. Aber halt, achso. So. Es ist halt so doof, dass es gerade Nacht ist. Und ich in der Nacht pausiert habe. Aber mei. Und dann. Und der kommt nochmal genauso hier hin.
So, okay, alles klar. Bepflanzung mögen die gar nicht so, aber ich schaue trotzdem. So, die wollen nämlich Tropen. Genau. Die wollen asiatisch, europäisch, spannend. Biotop. So. Ja, Graslandschaft, gemäßigt und Tropen. Also sie wollen quasi alles. Kontingenz, egal. Europa, Afrika, also ja, kann man quasi alles machen. Okay, super. Dann mache ich hier auf jeden Fall ein bisschen Bambus hin. So ein bisschen kleiner, so hier. Dann wieder. Bisschen hier in die Ecke. Dann bisschen kleineren. Hier. Bisschen straußiger hier. So. Und dann mal schauen. Wolfsmilch. Nee, das bekommen die nicht. Können sie auch gar nicht. Okay. Ach so. Ach so. So, hier. Weiß nicht. Nee, ich mache hier noch ein bisschen buschiger davor. Und einen kleinen Kirschbaum bekommen sie. Sorry. So, voll kitschig hier. Ist schön. Rosa Flamingos bekommen Kirschblüten. Und dann. Oh je. Uiuiui. Was ist das denn? Das ist ein kleiner Strauch, ne? Gibt es auch irgendwie kleinere Sachen? Aha. So ist es doch schön. Aber das da ist nicht schön. Gut. So, dann mache ich mal wieder einen Start und schaue, wie es ihnen gefällt. Genau, sozial braucht er natürlich mehr. Futter braucht er natürlich jetzt wieder. Ah, genau, stopp, stopp. Ich muss jetzt ja meinen Typen hier, meinen Mitarbeitern sagen, dass sie noch ein. Das da und das da. Arbeitsbereich machen wir mal für. Oh ja. Flamingoha. Okay, alles klar. Gut. So, dann Zoo. Ach so, die können nicht zwei. Ah, verdammt. Dann. Ha. Warte dann. Nein. Warte, dann machen wir hier das da. V.
Gegen 2. Was? Nein. Oh, ich. Ja. Stimmt das jetzt? Mitarbeiter, Arbeitsbereiche, 2 Gehege. Ach so, nee, okay. Alles klar. Der Flam. Ah, ja, ja, okay, okay, okay. In Flamingo sind beide Bereiche drin. Ah, okay, alles klar. Gut. Dann mache ich das nämlich so: Das Pfau kommt zum Flamingo, kommt zum Flamingo, zum Flamingo. Niedrige Arbeitsbelastung. Tierarzt. Flamingo. Oh, ja, der forscht halt die ganze Zeit, ne? Da könnte ich mir überlegen, eine neue einzustellen. Okay, Jahresdurchschnitt ist 1500. Aber jetzt erstmal hier. Natürlich brauchen wir wieder Kohle. Und wieder Mülleimer. Ja, da vorne ist eine. Dann kommt hier die Infotafel hin. Machen wir mal hier. Ach Gott, man erkennt halt gar nichts. Rosa Flamingo. So. Gut. Dann natürlich. Spenden. Aber nicht mit dem verwechseln, ne? Gut. Dann können wir wieder starten. Wie geht's denen eigentlich jetzt? Wohlbefinden, Soziales. Soziale Gruppe ist halt. Stress ist gut. Platz. Ist zu klein oder zu voll? Die wollen wie immer noch mehr Wasser. Okay, alles klar. Kommt sofort. Bepflanzung ist viel zu viel, alles klar. Ist es besser? Immer noch zu viel. Aber es ist doch so schön. Na gut, dann kommt halt der Baum weg. Ja, jetzt zufrieden. Okay, alles klar. Wasser brauchen die noch mehr. Soziale Gruppe ist zu wenig. Okay. Wie ist denn das? 2. Okay, dann Zoopedia. Was? Wie groß? 10 bis 500? What? Oh, ich habe ewig gebraucht, um 2 von diesen blöden Vögeln zu bekommen. Wieso gibt es jetzt plötzlich so viele V? So, ich brauch. Ja, alle wollen halt für Arterhaltungsdinger, ne? So, das sieht denen ähnlich. Aber egal, wenn ich für Arterhaltung so blöde Pfaule bekommen, dann okay. Hauptsache ich bekomme welche. Darf halt nicht so teuer sein. Alter, 10 bis 500 war das? Ah, es ist Es ist wieder Sonne, okay.
Warte. Ich habe ja vorhin nach einem männlichen gesucht. Deswegen. Ja, 10.000 für einen Gorilla, ja. Oh, hier, das muss ich noch wegmachen. Ja, die kann jetzt mal für die Flamingos, weil die sind schon ziemlich krass hoch. Ich will hier mehr. Oder die Flamingos müssen einfach sich paaren. Dann wird's auch mit der. Dann wird es auch mit der Population wieder hochgehen. Das dauert immer so lange, ne? Die Zehntausender werden natürlich angezeigt, ne? Filter. Ein VIP-Gast in deinem Zoo. Was? Wieso VIP? Filter. 400. Ich will. Ja, okay, das ist ein bisschen komisch, dass es jetzt so ist. So, gut, also hier alles erstmal wieder weg. Genau, also. Kann ich hier jetzt einfach das Wasser raustun? Ja, gut. Keine Sorge, ihr bekommt das gleich wieder zurück. Warte, der muss bewegt werden. Der kommt jetzt dahin. So. Und dann. Kommt hier. Mehr Wasser. So. Sand. So, und wieder mit Wasser füllen. Ja, das geht nicht, weil die hier wahrscheinlich drin sind. Genau. So, geht mal da raus. Dann bekommt ihr gleich wieder Wasser. Komm. Push. Ich will da Wasser reintun. Bisschen Fels noch. Ja, und so. Der geht da aber nicht raus. Der muss da raus. Come on. Come on. Geh da raus. Ja, komm. Geh mal da hoch. Ja,
Na komm. Oder ist der. Ist der zu nah? Warte mal. Ich tue den mal nach dahin. Sieht da jetzt nicht ganz so super duper aus. So. Ich will da halt Wasser reintun. Kann ich den einfach... Ja. Verlegen. Super, und jetzt... mach ich mal kurz Pause. Erschmarrn. Gelände. Ja. So. Ist es besser? Ja. Endlich. Gut. Ich hab's geschafft. Super duper. So. Also. Preis ist fair. Ist fair. Ist ja billig. Ist fair. Super, alles klar. Gut. Spionen. So. Oh. Kein Verkäufer. Sehr schön. Für Art. Mit hier Wasserfall. Aha. Wollen einen Wasserfall haben. Sollen sie ja bekommen. Wohlbefinden. Platz. Was wollen die eigentlich? Hä? Ist zu klein. Aber, hä? Die haben doch... Landfläche haben die genug und Wasserfläche haben die jetzt. Ja, okay, nicht ganz genug, aber die. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? So. Dann muss ich ja wahrscheinlich hier das noch erweitern dann. Oh. So. Gut, wie sieht's denn mit meinen Mitarbeitern aus? Verkäufer ist hoher Arbeitsding. Arbeitet gerade. Genau, jetzt ist das wieder voll. Wie sieht's mit den Finanzen aus? Ist mir jetzt gerade egal, weil wir wieder zu lang sind. Zu lang spielen. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich glaube, das wird jetzt... also der Start ist auf jeden Fall besser. Ja, mal schauen, wie es dann mit dem fetten Gehege da hinten wird. Also ich glaube, hier in der Mitte werde ich so ein Riesengehege mit ja, Savannentieren und so weiter machen. Gut. Oder afrikanischen. Also so Zebras, Giraffen... Und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.